Hallo zu einem neuen Let's View des Thomas Action Figure Digest 173 aus dem Jahre 2008. Der Tomat war ein amerikanisches Toy-Magazin über ein bisschen Retro-Toys der damaligen Zeit logischerweise und aktuell Veröffentlichung von ja, der Zeit sozusagen. Schauen wir uns das an, gleich am Anfang, das Rancor und Luke sind beides, man sieht es schon deutlich, nicht Figuren der 80er Jahre, sondern auch schon moderne Interpretationen, aber sie sehen echt klasse aus. So, blättern wir gleich mal rein. Ja, ihr seht schon Halo. Und hier haben wir erstmal G.I. Joe, so Minifiguren, Scarlet, Lady J und Baroness, auch richtig cool, Combat Heroes nennen sie sich. Ja, und dann die Übersicht, was alles da drin ist. Da sehe ich schon Transformers, Indiana Jones, Wrestling und Star Wars und Batman. Und kurz gespoilert war es ja schon, Halo von McFarlane Toys. Zahlreiche ja, Versionen von Master Chief, Marine, Elite Combat, Soldat. Da haben wir so einen durchsichtigen, ja, zahlreiche Kämpfer, Spartaner, auch richtig gut. Ja, Halo 3, ihr seht das Logo. Richtig coole Figuren. Also sind auch richtig detailliert und ja, was soll ich dazu sagen? Sehen einfach cool aus. Ja, auch weitere Figuren von den Spartanern, von den Halos. Ein Baseballer, da kann ich nichts zu sagen. Ich bin da überhaupt nicht drin. Und dann seht ihr unten Happy Meal McDonald's Figuren von Madagaskar. Ja, ne? Auch das sind Toys und die werden natürlich auch in sowas mal vorgestellt. Ja, hier auch irgendwie Wolfman Props. Das ist aus dem Film Wolfman mit Antonio Banderas, ein Medaillon. Und ja, das kann ich jetzt nicht sagen, was es ist. Oh, irgendein Schlüsselanhänger. Werbung von dem Tomat, wo man dieses Diorama, Pappdiorama gewinnen konnte von Grayskull. Und weiter haben wir jetzt G.I. Joe. Und ihr seht es auch hier, es sind modernere Interpretationen, nicht die 85er oder 80er Jahre Figuren, aber eben halt aktuelle, zeitaktuelle, eben halt, ne, die kommen 2009 raus, steht da oben. Interpretationen der klassischen Figuren von Snake Eyes, Storm Shadow, Baroness, Cobra Commander, Zartan, Flint Amador, Duke Amador, Lady Jane und Shipwreck. Ihr seht, was immer wieder cool geblieben ist, das Grunddesign hier, was von den Boxart stammte. Rechts seht ihr etwas größere Figuren, die kennen wir auch immer in verschiedenen Formaten, unter anderem ja auch Destro, hier auch einer der Kultcharaktere, die oberen, sind einfache G.I. Joes. Also weiter geht es. Ja. Marvels, Mighty Max, Iron Man, Skull, Punisher, dann seht ihr auch hier diese kleinen Figuren. Die Superhero Squad, ganz normal, es wird ja von den Marvels immer weiter viel gebracht. Und dann haben wir hier Spectacular Spider-Man von einer Zeichentrickserie. Komm, sind die Actionfiguren halt rausgekommen. Und hier haben wir Transformers. Zu dem Zeitpunkt war die Transformers Animated Serie im, ja, zu sehen und da gab es zahlreiche Figuren. Ein paar davon hatte ich mir auch gekauft, aber von den neueren irgendwie dann auch nicht mehr so viele. Ich habe eigentlich nur noch, aber das ist auch nur noch eine Sache der Zeit, hier diesen, ja, die Clones sozusagen. Zwei Roboter, die sich einzeln verwandeln konnten und dann in einen großen gemeinsam. Ist schon eine ganz witzige Idee, aber irgendwie bin ich auch nicht hundertprozentig mit dieser Toyline warm geworden. Deswegen habe ich eigentlich nicht alle beibehalten. Und hier seht ihr so ganz simple Transformers-Figuren. Sowas war noch nie mein Fall. Ja. Und zahlreiche dieser Figuren sind übrigens hier in Deutschland auch gar nicht so richtig veröffentlicht worden. Weiter geht es. Hier haben wir auch schon mal Transformers weiter. Hier haben wir nochmal so ein paar klassische Transformers-Figuren. Die sind aber in einer anderen Kolorierung, als sie eben halt rausgekommen sind. Die sind zusammen veröffentlicht worden in so einem Two-Pack. Aber in einer anderen Farbe, da war der Panzer, Megatron als Panzer grün, Prime war ziemlich identisch, auch vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Hier sind die, kommen die jetzt in einer Sonderedition raus. Ja, und rechts könnt ihr sehen einen Transformer, der, ja, Superion, eigentlich
hat man da auf die alten Aerial Bots zurückgegriffen, aber man hat sie ja neu interpretiert. Ist ein ganz cooles Set. Auch wenn das ein bisschen variiert mit den Figuren. Denn es gibt zudem auch noch ein paar. Es gibt das Set oder es gibt die Figuren auch noch in anderen Variationen oder Kombinationen für den großen Combiner. Auf jeden Fall richtig cool, das auf einmal zu sehen. Und ich habe da, glaube ich, noch die Club-Variante, die war da durchsichtig. Auch ein cooles Teil. So, schauen wir uns das weiter an. Transformers geht's weiter. Hier auch so ein paar Specials. Figuren, hier so eine Art Leo Kaiser so oder Leo Prime, das ist eben Leo Convoy, eine japanische Figur aus Beast Wars, hier neu interpretiert für den amerikanischen Markt. Dann haben wir hier auch noch Overleg, auch so ein Panzer und unten so ein bisschen mehr so eine Smokescreen-Version. Ganz nett. Und dann so komische Mighty Max-Figuren von Prime, Megatron, Soundwave und Bumblebee. Nett, aber auch nicht mein Fall. Was haben wir denn jetzt? DC Direct. Ja, die Superhelden, ne? Kann man ja auch nichts zu sagen. Das sind einfach cool. Beziehungsweise rechts dann die Watchmen. Und ihr seht hier Rorschach mit Silber. Ne? Das Gesicht ist noch geheim gehalten. Oh, man kann es jetzt nicht wegrubbeln. Das sieht so aus, als ob ich so ein Rubbelbild da habe. Ist aber nicht der Fall. Ja, ein paar klassische. Bruce Wayne, ja, der nach Christian Bale aussieht. Ihr seht hier auch was hier vom Batman Dark Knight, vom Joker. Ne, Flash, Catwoman, so ein paar Statuen, die natürlich immer sehr, sehr gut gemacht sind. Auch ganz cool aussehen, so ein bisschen unteren im Manga-Style. Was haben wir denn weiter? Ja, hier haben wir auch noch Figuren. Müsste ich jetzt genau gucken, wozu die gehören. Zu The Max. Ich kenne die Serie jetzt nicht, aber obwohl die ein bisschen aussieht wie aus Danger Girl. Ja, aber rechts dagegen Indiana Jones, Toad, die Figur. Ja, selbst in dem finalen, zerlaufenden Design. Richtig gut getroffen. Wer den Film kennt, richtig klasse. Ja, kann man nichts sagen. Aber Sideshow Collectibles macht auch richtig teure Figuren. Und hier seht ihr auch ein mega geiles Bild. Und Diorama mit dem Carbonit von Han Solo auch nur mega geil. Also da kann man nichts anderes sagen. Legendär. Ja, da haben wir dann auch noch ein paar andere Figuren. Star Wars hauptsächlich. Eine sieht fast nach Tomb Raider aus. Nee, Quatsch. Was sage ich da? Das ist auch Star Wars. Aber es hätte auch Tomb Raider fast sein können. So mit Silbern. Das ist aber Angriff der Klonkrieger gewesen. Ja, noch ein paar Zombies. Hier haben wir auch weiter Hellboy aus dem Hellboy-Universum. Dann noch so ein Spider-Man-Universum. Kraven. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig in dieser ganzen Serie drin. Ich kenne nicht immer alle Figuren. Ja, hier haben wir auch ein paar Anime-Charaktere. Auch richtig gut gemacht. Die ich jetzt auch nicht kenne, aber sehen nicht schlecht aus. Und sie halten sich auch nicht auf, mal klassische Figuren zu zeigen, wie hier rechts Planet der Affen oder Bela Lugosi als Dracula, so die alten Horrorfiguren aus den 20ern. Richtig cool, Iron Man da in seiner alten Rüstung und ja. Aber nur klasse, klasse, sehen richtig gut aus. Also unabhängig, ob man sie sammelt oder nicht, sind wirklich toll gemacht. Ja, dann haben wir hier Wrestling, WWF oder WWE. Eben halt World Wrestling Entertainment Figuren, auch von richtig kultigen Klassikern. Ich sehe hier Stone Cold Steve Austin, The Rock, Bret Hart, Roddy Piper, Ric Flair, Hulk Hogan, British Bulldog, Kevin Nash, also Diesel auch, Mr. Perfect, Shawn Michaels, Jake the Snake Roberts, Lex Luger, alle die ich kenne, Wahnsinn. Und teilweise gar nicht so schlecht getroffen. Aber es ist ja auch immer Geschmackssache und es kommt immer auf den Charakter drauf an. Manche Figuren oder manche Menschen können in Figurenform irgendwie, werden nicht getroffen. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert manchmal nicht. Ja, hier noch viel, viel mehr. Scott Hall, Undertaker, Rick Rude, Brutus Barber, Beefcake, Honky Tonk Man, Iron Sheik, Diamond Dallas Page, Jim Neidhart, Jimmy Superfly Snooker, Buff Bagwell, Million Dollar Man, Teddy Biasi, Shawn Michaels, auch absolut geil.
Absolut geil. Und hier oben teilweise, wie gesagt, gut getroffen. Aber es ist auch immer, wie gesagt, Geschmackssache, ob man den Charakter mag. Und ja, wenn man ihn sammelt, ja, man muss schon jeden einzeln betrachten. Mal gut getroffen, wie ich sagte, mal schlechter. Aber richtig cool. Hier kommen auch noch mehr, Mann, das ist richtig viel. Tag Teams, Matt und Jeff Hardy, Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Da haben wir nochmal eine Sonderfigur, Roddy Piper und vom Ringfest und Ric Flair. Auch mit Robe richtig gut gemacht, also auch für Actionfiguren muss man sagen, nicht schlecht. Das Xbox-Spiel 300, für die 360, SmackDown vs. Raw 2009, hat natürlich auch so ein bisschen wohl eine Sonderfigur dabei gehabt, bei der PlayStation 3 oder so. Dann haben wir hier, ja, oder diese Edition gibt es dazu, von Triple H und Shawn Michaels. Ach, dann gibt es Dynamite Kid, David Boy Smith. Ach, herrlich, herrlich, diese Sachen einfach zu sehen. Das ist halt richtig Wrestling-Geschichte pur. Spiral Zone, das sagt mir gar nichts, aber interessant einfach zu sehen, was es da so gab. Das ist ja so eine Action-Serie. Man hat wohl versucht, sehr viel zu bewerben mit einer Action-Kassette, so eine Art Hörspielkassette dabei. Man konnte eine Menge bestellen, hier so ein Kit. Also bei uns ist das nie rübergekommen. Dann hier irgendwelche CDs, wahrscheinlich zur TV-Serie, was an Figuren kommen sollte. Mir sagt die Serie gar nichts, aber es ist einfach sich interessant mal anzugucken, auch so Artworks halt, ne? Ja, und dann sollten wohl Charaktere rauskommen, verschiedene, so ein bisschen G.I. Joe-artige Figuren sind das und ja, ist das ein bisschen vereinfachter. Ja, komische Fahrzeuge, es ist halt wohl eine Action-Science-Fiction-Serie. Ja, interessant, auch wenn es mir nichts sagt. Genauso hier noch weitere Figuren, so Karten, Artworks hier von dem, so ein bisschen Zubehör. Versuchte man wohl so eine Art, kann man sagen, G.I. Joe-Serie, ne? Auch hier unten so ein bisschen größere Big Jim-Styles, die man anziehen konnte mit Klamotten und so weiter. Nicht schlecht. Hat irgendwo was. Ja, habe ich jetzt eine Seite? Doch, habe eine Seite übersehen. Hier haben wir noch Kotobukiya-Figuren. Das ist eine japanische Firma, die hat sich zwar auf Mangas konzentriert, aber auch teilweise eben halt die Marvel-Superhelden. Ja, eben halt zeigt, manchmal ein bisschen im Anime-Style, aber auch richtig detailliert, richtig gut. Und das sind auch teilweise Figuren dabei, die richtig Sammlerstatus haben. Und was haben wir als nächstes? Hier noch zwei, drei Mech-Figuren von Kotobukiya. Und McFarlane Sportpacks, ja. Das ist auch ein sehr erfolgreiches Figurengebiet von McFarlanes gewesen in Amerika. Von Baseball, Football und in dem Fall jetzt Basketballspielern. Ich kenne mich damit so gut wie gar nicht aus. Sicherlich kenne ich mal ein paar Namen, aber das ist alles, was ich davon weiß. Ich habe nie was davon gesehen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Martell. Ich glaube, das ist Faker von He-Man. Dann haben wir da Batman-Figuren und ein paar Superhelden unten, auch nicht schlecht. Ich glaube, DC-Helden müssten das da unten sein. Ja, gar nicht so schlecht. Dann Werbung für den Hot Wheels Tomats Guide. Und mal sehen, was haben wir als nächstes. Star Wars. Und hier sehen wir auch Luke mit einem Knochen in der Hand, einem Laserschwert. Was man ja als Laserschwert oder als nur als Griff halten kann und einem gut, wirklich toll gemachten Rancor. Also sieht auch nicht schlecht aus. Und das war, was Sie hier sehen, only at Target. Das war wohl für Target. Das heißt, es ist nur dort veröffentlicht worden, dieses Set mit dem, also mit Figur und Rancor bei Target in Amerika, also nicht international. Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus bei solchen Sachen. Die werden dann in den speziellen Events, ja, kann man heute ein bisschen besser kriegen. Damals war man wirklich darauf angewiesen, entweder auf eBay, wenn es das schon so, ja doch, gab es schon so richtig, oder eben Connections, oder man war drüben. Ja, auch hier noch ein paar Clone Wars Figuren. Und hier geht es auch weiter noch mit, und hier sehen wir auch viele Sets, die eben halt nur dort waren. Die haben sich halt exklusive Rechte, Verkaufsrechte für bestimmte Sets, ja, gesichert. Richtig cool, ne? Die ganzen Star Wars Figuren, ja, nicht schlecht gemacht. Eben halt, ja, sehenswert, ne? Auch hier die Sturmtruppen und so weiter. Das macht sich schon was her. Gut, Werbung für die anderen Ausgaben vom Tomat. Oder zum Nachbestellen, besser gesagt.
Dann haben wir hier nochmal Christmas Actions. Hier haben wir noch ein paar von der Batman-Serie, ein paar Actionfiguren. Ben 10 von der Zeichentrickserie und auch noch von Halo 3. Eben halt die Figuren, wie sie jetzt auf der Karte aussehen. Ja, und hier haben wir es auch nochmal. G.I. Joe. So klassisches Design, ein bisschen neuere Version der Figuren, aber auch immer noch sehr kultig. Ich mag dieses klassische Design der Karten, das hat sich einfach beibehalten. Auch wenn ich mit den Figuren nicht mehr so viel anfangen kann, weil da wenig bekannte Figuren sind. Oder es sind eben halt Figuren im, ja, also neue oder alte Charaktere im neuen Gewand, kann man so rum sagen. Da oben dann recht Spezialfiguren von G.I. Joe, die mit einem Comic kamen. Und ja, ihr könnt es sehen, so Doppelpacks von Transformers Animated, die auch ja, Walmart exklusiv sind. Ihr seht es hier wieder, only at Walmart. Die eben halt da nur erhältlich waren, so Doppelpacks. Einzeln gab es die Figuren aber zu kaufen. Also die gab es schon, aber es waren halt diese Doppelpacks. Waren halt das Sammelstück. So, dann haben wir auch Only at Target, wieder hier die Spezialsachen dieser Aerobots-Version sozusagen oder diese Combiner-Teams. Ja, was soll ich dazu sagen? Als Sammler musste man dann doch schon aufpassen, wo man sie kriegt, wenn man es nicht wusste. Aber richtig cool zu sehen halt. So, weiter geht es. Wir sind gleich durch. Auch hier richtig cool Indiana Jones. Auch wenn das obere Set zum vierten Teil, also und der Kristallschädel, ganz nett ist. Hier haben wir so ein klassisches Set, von was auch nur bei Target erhältlich war, zu Riders of the Lost Ark. Und dann haben wir hier eben auch ein Set nur bei Toys R Us erhältlich. Und hier sehen wir auch Walmart exklusiv. Ohne, ja, also diese Exklusivitäten hat wirklich eine ganze Menge kaputt gemacht für den internationalen Markt, weil sie echt schwer zu bekommen waren. Und dann echte Sammlerpreise hier bei uns in Europa kosteten. Wenn die halt nur in Spezialtoyläden zu finden waren. Toys R Us hatte ab und zu dann die mal nach Deutschland gebracht, wenn wir den Laden hier hatten, aber nicht immer. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen Transformers Universe Werbung. Hier sehen wir hinten drauf Clone Wars Werbung. Noch ein paar Figuren wie Count Dooku und Ventress. Ja. Und das war der Let's View des Action Figure Digest von Tomat Nummer 173 aus dem Jahre 2008. Ja, jetzt seid ihr dran mit Kommentaren. Ich möchte von euch wissen, ja, was ihr dazu sagt. Ne? Schreibt mir alles, was ihr denkt, rein in die Kommentare. Ich lese sie und kommentiere sie auch. Und ansonsten freue ich mich über Likes, ein Abo, ja, und dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Macht's gut.